Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Potion Permit. Ja, genau, also heute wollten wir uns ja auf dem Weg nochmal machen. Hier unten in das karge Ödland. Genau, hierher. So. Und dann bin ich hier nämlich mal gespannt. Also, wir brauchen... Die Sichel ist neu. Die sieht auch neu aus. Wie frisch poliert quasi. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Ja, Holz auf jeden Fall. Wir brauchen Stein. Und bei Stein ist, glaube ich, nicht ganz so dringend. Aber wir brauchen Holz und wir brauchen... Och, nö. Warte mal, wir nehmen dafür die Sichel. Oh, Dreier-Kombi. Ah, gut. Interessant zu wissen. Würzig schmeckender Saft. Das brauchen wir. Zack, Knoblauch. So. Goldnuggets ist nicht unser Problem. Das brauchen wir jetzt nicht allzu dringend. Also brauchen wir auch für eine Aufgabe, aber die haben wir zusammen, die Goldnuggets. Süß schmeckender Saft. Den brauchen wir auch, das ist nicht das Problem. So. Da ist wieder diese komische Krabbe. Diese Aggro-Krabbe. Richtig aggressiv ist. So, und jetzt möchte ich gerne mal wissen, was von dem hier überbleibt. Was war das? Habe ich jetzt nicht gesehen. Aber das brauchen wir auf jeden Fall für eine Aufgabe. Okay, interessant. Das brauchen wir nämlich auch. Ich frage mich, ob wir auch irgendwann die Energie vielleicht noch... Ey, lass das! Ob wir die Energie vielleicht nochmal irgendwie aufrüsten können. Wüstenstechapfel. Okay, das haben wir. Oh, Hauaha. Wer ist denn das? Ja, ich habe mir das nämlich gedacht. Ja, genau. Das ist auch sehr schön. Ich lege mich hier gerade mit zwei an. Das ist auch gut. Nein, nein, nein. Lass das bitte. Okay, 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 okay. Nein, 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 lass mich bitte in Ruhe. Danke. Danke, Baum. Dass du Schlimmeres verhindert hast. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uns geht's nicht so gut, aber ich würde das gerne noch einmal sammeln. Experiment im kargen Ödland, Tag 21. Wir haben heute ein unerwartetes Ergebnis erzielt. Anscheinend speist das schmutzige Wasser in der Höhle, die uns als Experiment... Tierraum dient die Aloe. Die Gesundheit der Aloe verschlechtert sich mit steigendem Verschmutzungsgrad des Wassers. Wir haben einige Tests durchgeführt, ob die Aloe vielleicht mit einer anderen Wasserquelle überleben könnte, aber wir hatten damit keinen Erfolg. Ganz offensichtlich kann sie nur mit diesem Wasser gedeihen. Möglicherweise ist dieser Fall ernster, als wir erwartet haben. Okay, wir haben jetzt sowieso keine Energie mehr. Es ist auch schon spät. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bett. Wir brauchen ganz dringend Geld. So, uns geht es nämlich richtig schlecht. Also nicht nur von der Ausdauer her, sondern auch von der Gesundheit. Hm. Genauso wie anscheinend unserem Patienten. Geht es uns auch schlecht. Gut. Guten Morgen, wer liegt denn hier in der... Ja, Nova. Linkes Auge war das, glaube ich, und rechte Handfläche. Ich habe leider zu schnell... Nein. Linker Arm? Nein. Ah, linkes Knie. Okay. Kannst auch links einfach nachlesen, ne? Fällt mir jetzt gerade auf. Aber na gut. So, Diagnose. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. Sehr schön. Und dann noch einmal
das hier. Perfekt. Gut, also dann hätten wir das. Einmal die Neutralkräuterbalsam braun. Genau, da können wir alles für verwenden. Das ist ganz praktisch. Ich würde sagen, oder warte mal, gibt es vielleicht auch noch irgendwas anderes Interessantes, was wir benutzen könnten? Ja, komm. Nehmen wir die hier. So. Kann ich das auch irgendwo anders verwenden? Nehmen wir das so und einmal so. Neutral Kräuterbalsam, okay. Und einmal Gefrierarzneitrank. Ja, wird langsam mehr, ne? Langsam aber sicher. Den würde ich dort gerne hinsetzen. Dann würde ich das einmal dort und das einmal dort. Und ansonsten. Das dürfen wir eh nicht verwenden. Würde ich gerne das noch einmal dorthin machen. Und dann haben wir noch Platz für einen Punkt. Den nehmen wir den hier. Zack. Tada! Gefrierarzneitrank. Der war aber neu, ne? So. Ich hoffe ja mal, dass die Klinik wirklich bald mal verschönert wird. Schöner aussieht. So, einmal dort. Das neutrale Kräuterbalsam. Und gegen den Juckreiz und einmal gegen die Krämpfe. Der Gefrierarzneitrank. Nova ist wieder glücklich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich schulde dir was. Okay. Vertrauen noch weiter gestiegen. Oh, 600 Gold. Das ist richtig gut. Ist halt die Frage, ne? Wir können hier tatsächlich... Das Problem ist, ja, die Verkaufskiste können wir auch verbessern. Die Sache ist aber halt, ich benutze die Verkaufskiste quasi nie. Also macht das keinen Sinn. Jetzt habe ich natürlich gerade überlegt, ob es vielleicht sinnvoller... Achso, ja, das ist... Jetzt habe ich natürlich gerade überlegt, ob es sinnvoller ist, die Verkaufskiste vielleicht ein wenig zu verbessern, beziehungsweise die Verkaufskiste mal zu nutzen, weil wir wirklich ein bisschen haben. Ja, also wir brauchen Geld. Sagen wir das so. Ich überlege gerade. Ach Mist, ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte gucken, was wir machen müssen, um Matteo da weiter voranzukommen. Aber das mache ich jetzt einmal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Also, wenn ich das richtig... Oh, die Zeit ist ganz schön vergangen. Schade. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es tatsächlich so, dass es im Moment nicht die Möglichkeit gibt, über diese Dating-Sequenz hinaus irgendwie zu kommen. Schade. Aber wie gesagt, das Spiel befindet sich ja noch in der Entwicklung. Das ist ja noch ein relativ frühes Stadium jetzt gerade. Also, das ist ja eine Early Access. Ich denke, da wird früher oder später wird da definitiv noch etwas kommen. Gut. Alles klar. Also wenn ich das richtig gelesen habe alles, dann wird es leider so sein, dass wir im aktuell nichts daran ändern können. Ja, schade. Ich hatte gedacht, das wird so ein bisschen wie Stardew Valley oder... wen haben wir denn da noch Feines? Harvest Moon zum Beispiel, ne? So in der Richtung. Aber na gut. Ich will mich nicht beschweren. So, würzig schmeckender Saft. In der Early Access ist das dann halt. Och nö, Krabby, lass mich bitte in Ruhe. Das ist nicht cool.
Oh nein, oh nein. Jetzt hat die Krabby auf einmal Angst bekommen, ne? Jetzt, wo sie kurz vorm Sterben war. So, den Stechapfel haben wir. Oh, Jemine, nein, 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 nein. Tschüss. So. Wir kommen hier aber auch nicht richtig weiter, weil ich gleich hier vorne schon fertig bin mit Sammeln und dann gleich schon müde bin. Aber es ist halt das, die Sache, ich würde ja gerne noch meine anderen Werkzeuge verbessern. Aber dafür müssen wir halt noch ein bisschen Geld sammeln. So, süß schmeckender Saft. Ein bisschen Stein. Muss auch mal sein. Ach ja, jetzt hier sind wir wieder beim Bossfight quasi. Den haben wir ja schon besiegt. Kann ich mich einmal durchschummeln? Hallo und tschüss. Okay, schade. Ah. Wie? Was? Wieso kann ich das nicht aktivieren? Wo kommst du auf einmal her? Juna, halt! Kehr sofort um! Was du hier siehst, sind die Konsequenzen eines Vorfalls in der Vergangenheit. Wir wussten nicht mal davon, bis wir den Geysir in Ordnung gebracht haben. Bitte, komm zu deiner eigenen Sicherheit in der nächsten Zeit nicht hierher. Aber hast du zufällig eine Ahnung, was genau das sein könnte? Vielleicht weiß irgendwer in der Stadt etwas darüber. Also halte dich bitte zunächst von diesem Gebiet fern, Juna. Okay, sprich mit Maya darüber. Alles klar. So, das war mir gerade wichtig, dass ich das nochmal aktiviere. Oh. Hallöchen. Was bist du denn für ein hübsches Blümchen? Ah, okay. Goldnugget. Die müssen wir auf jeden Fall haben. Kling, kling, kling. Schon 19 Uhr, ne? Es ist recht spät tatsächlich. Kokosnuss. Aber wie kommen wir dort unten hin? Ich dränge mich einfach dran vorbei. Danke, das ist sehr nett von dir. Mir auf einmal so ein Feuerball entgegengeflogen hier. Ein Hibiskus. Ah, okay. Oh, Jemini, was ist hier denn los? Und noch mehr. Ach du Schande. Was ist das? Das war klar. Juna, was machst du hier? Oh, dann hast du also von dem schwarzen Lotus gehört. Ah, ich interessiere mich auch seit kurzem dafür. Ich habe diesen Ort hier schon eine Weile im Auge. Wie du siehst, geht es der Pflanze gar nicht gut. Dieser seltsame Pilz, der sie umgibt, muss das Problem sein. Ich habe versucht, die Pflanze davon zu befreien, aber er kommt einfach immer wieder. Wenn ich ihn nicht loswerde, stirbt die schwarze Lotus vielleicht für immer aus. Das werden wir erforschen, denke ich. Du willst versuchen, einen Trank gegen den Pilz zu brauen? Das ist toll, hoffentlich funktioniert's. Ich zähle auf dich, Juna. Hier ist richtig Action. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall einmal kurz nach Hause. So. Genau. Dann forschen wir das vielleicht auch nochmal, der schwarze Lotus. Okay. So, Feuer. Wasser. Das ist unbedeutsam. Achso, schon fertig. Perfekt.
Forschung abgeschlossen. Okay. Pilzsandsturm. Rezept freigeschaltet. Pilzsandsturm. Oh jemine. Ich wusste es. Wir müssen auf jeden Fall den Oh mein Gott, das geht nur mit Wasser. Okay. Wir müssen definitiv den Kessel verbessern. Ja. Sowas hier zum Beispiel. Dann. Nee, das ist auch blöd. Nee. Das Problem ist, hier haben wir doch, hier haben wir auch einen einzelnen Punkt. Okay, alles klar. So, vielleicht doch anfangen. Punkt. Ist auch blöd, ne? Ich will das nicht an die einzelnen Punkte verschwenden. So, wir füllen auf jeden Fall erstmal auf, würde ich sagen. Hier mit dem. Mit dem. So und so. Das Problem ist, jetzt haben wir nur noch zwei über. Nicht gut. Nee. So was vielleicht. Aber das haben wir leider nicht. Also hier so eine passende. Ärgerlich. So vielleicht. Dann. So. 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 Nee. Nein. Oh nein. Ich brauche nur einen Dreier. Haben wir aber nicht. Ah, scheiße. So und so. Pilzsandsturm. Okay. Das war gar nicht mal so einfach. Naja gut, das ist ja mal ein bisschen knifflig. Ich denke, heute Abend werden wir auch sowieso nichts mehr. Rein theoretisch können wir das kochen. Das auch. Ich weiß auch gar nicht, wie man, die Sachen freischaltet tatsächlich. Fleischklößchen. Okay. Gegrillter Fisch. Gemischter Salat. Das geht auch einmal. Nehmen wir ein bisschen was mit für die Geschichten, wenn wir dann wieder in den Wald gehen und ja, keine Energie mehr haben. Trotzdem würde ich die Ausdauer gerne irgendwie erweitern, aber das geht leider nicht. So, das hier, Milchshake haben wir nicht, wir haben keine Milch. Keine Ahnung. Was war das noch? Ach ja. Wieso haben wir denn hier ein Bild? Ach, mit den Leuten, mit denen wir vielleicht gut befreundet sind. Warte mal, wie weit sind wir denn mit Xiao befreundet? Wo wir wahrscheinlich mindestens drei sind. Xiao ist ein besonderer, nachdenklicher und vernünftiger Mann, der alle Probleme auf logische Weise löst. Er arbeitet unter Maya als Schatzmeister von Mondburg und wenn er nicht im Dienst ist, unterrichtet er Ru auf Mayas Bitte hin. Da er zu den meistbeschäftigsten Männern in der Stadt gehört, nimmt er sich selten Zeit für sich selbst. Als Lehrer wirkt Xiao aus Geduld, manchmal auf die Probe gestellt, vor allem in Sachen Ruhe. Ruhe.
die je gar nicht gern liest und lernt. Zum Glück ist Juna für ihn da und dank der Büchersammlung von Luke flammt Rus Interesse am Lesen wieder auf. Im ganzen Rathaus stehen Rus Bücher, also möchte Maya, dass Xiao alle Bücher wieder mit nach Hause nimmt. Juna möchte Xiao helfen, einige der Bücher zu tragen und erstärkt ihre Verbundenheit. Aha. Und 4 haben wir leider noch nicht. Ich glaube, wir haben sowieso... Ah, guck mal hier. Cassandra. Sind wir so gar nicht mit befreundet. Dan auch nicht. Dean. Auch nicht. Na gut, das sieht man hier unten ja auch an den... an Blümchen. Da haben wir ja mal regelmäßig Dings ran Blümchen verschenkt, ne? Hier die Mundnägen. Kips ist Seeks schwarze Katze, die bei ihrem Auftauchen als Vorbote von Unglück gesehen wird. Was? In Wirklichkeit hat diese Katze den Bewohnern von Mundburg aber nur Freude bereitet. Alle lieben dieses kleine Fellknäuel. Manchmal ist Kips schlecht gelaunt, vor allem, wenn die Leute sie zu spät füttern. Das kenne ich, das kann meine Katze auch sehr gut. Seek, der zu dieser Zeit kein Geld hatte, bat das Alchemie-Genie, ihr gegrillten Fisch zu besorgen. Der Tag ist gerettet und Kips genießt ihren Lieblingsfisch. Höhere Freundschaftsstufe erforderlich. Okay, gut. Haben wir da ein bisschen drinne gestöbert? Auch gut. Ja, wir müssen uns tatsächlich jetzt noch darum kümmern. Mit dem schwarzen Lotus, das haben wir ja zum Glück gebraut. Drachenaloe, kein Ölland gibt es. Ach ja, da müssen wir zu Maya, ganz genau. Ich würde mal sagen, das hefte ich mal an, weil wir das gleich abgeben können. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage Tschüss.